Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht's auf die IFA. Ich habe hier eine App, da merke ich jetzt schon, die ist nicht sehr hilfreich, weil ich würde mir zum Beispiel gerne von Sonos die neue Move, die transportable Box anschauen. Aber in dieser App von der IFA ist Sonos überhaupt nicht drauf als Aussteller. Also ich bin mal sehr gespannt, wie ich mich auf dieser Riesenmesse jetzt zurechtfinden werde. Und da nehme ich euch mit. Ich muss natürlich gestehen, ich bin auch der volle Noob hier. Also ich habe natürlich von nichts eine Ahnung. Ich bin wirklich hier nur einfach mal aus Interesse. Wenn ich jetzt E-Sports und Gaming irgendetwas abgewinnen könnte, dann wäre ich hier natürlich, wie man so schön sagt, mega hyped. Kann ich aber nicht, also gehe ich einfach weiter. Das ist jetzt zum Beispiel mal hier so ein E-Scooter. Ja, heißes Teil, oder? Ja, sehr wichtig natürlich. So, 100 Watt. Panel, foldable panel. It's interesting, thank you. Ja, sowas habe ich immer mal gesucht, dass man irgendwie sowas mitnehmen kann und dann den Kühlschrank beim Baden damit voll machen oder so. Wahnsinn, diese Curved Monitor Riesenwand. Ich muss gestehen, wenn es heißt irgendwie Innovation for a Better Life und es geht um größere, sauberere Bildschirme. Ich bin natürlich eigentlich nicht richtig hier, weil ich schaue kein Fernsehen. Ich bin ein Nützlichkeitsmensch. Das ist schon toll, ganz klar, gar keine Frage. Aber irgendwie denke ich mir immer, okay, wenn das also die Probleme der Menschheit sind, die durch Innovation gelöst werden müssen. Oh, sogar mehr Liebe für die Familie haben wir dann, wenn wir einen 8K-Monitor haben. Subtracting the unnecessaries to focus more on yourself. Ist das wirklich so? Kann man sich dann mehr auf sich selbst konzentrieren, wenn man den Fernseher mit der Stimme anschalten kann? So, jetzt habe ich hier noch den Julian getroffen von Deco. Was fotografierst du jetzt gerade hier? Zwei so Aufnahmen von meinen Highlights an diesem Stand. Ah, Was ist jetzt dein Highlight an diesem Stand? An diesem Stand ist das Fahrrad. Hier gibt es ein Fahrrad mit Alexa-Integration. Oh, das blende ich, während du das sagst, am besten jetzt mal kurz an. Ja. Und was ist dein Highlight von dieser ganzen Messe im Moment? Ich würde sagen, das Galaxy Fold. Okay. Das ist das faltbare Smartphone von Samsung und das durften wir ausprobieren. Das kann man hier auf der Messe ausprobieren. Und es hat einen Mechanismus, dass man das Display in der Mitte klappen kann. Das bedeutet, man hat entweder ein Tablet oder ein Smartphone zusammengeklappt. Mhm. Und das ist natürlich noch relativ konzeptionär, sag ich mal. Also es ist noch nicht fertig und es ist auch mega teuer. Ja. Aber alleine das mal zu sehen, diese Technologie, wie das funktioniert, das fand ich schon mega spannend. Ich habe schon gehört, man muss sich anstellen, wenn man es sehen will. Ja, insofern 20 Minuten müsste man da investieren. Aber auf eurem Kanal kann man es sehen wahrscheinlich, oder? Auf unserem Kanal kann man es sehen, ja. Auf Deco, oder? Ja, genau. Also, da geht doch einfach dahin. Ja, also in ein paar Tagen kommt dann das Video, ja. Okay. Danke, geht doch einfach dahin. Danke dir. Ja, kein Problem. Viel Spaß. Ja, danke. Das sind Roboterspielzeuge für Haustiere. Da kann dann unser Hund mit seinem eigenen Roboter spielen. Sogar zu definierten Zeiten. Also, ne, wenn man mal nicht zu Hause ist, kann man dem Hund eine Aufgabe stellen. Da freut sich Distogo bestimmt. Das ist auch spannend hier. Automatische Solarpanel-Wischmaschine. It's cool, huh? How does it stick to the window? It has suction power inside the machine. Okay. Suction motor. Also das ist natürlich genial, ne? Das hält sich selbst an der Wand fest, beziehungsweise an der Scheibe. Und so sieht das von der Seite aus. Das saugt sich also hier dran fest. Ja. Hat natürlich ein Stromkabel, was es mitführt, und ein Sicherheitskabel, dass es nicht abstürzen kann. Und hier unten sind diese Staubsaugerroboter. What is the innovation now? That one, it has a camera. Mm-hmm. The camera will take the photo of your house and it will know the structure. It makes a plan of my house. Yeah, yeah. Okay. And you can also touch the map to ask the robot to go there. Okay. Go there. Das eine ist, es zeichnet mit der Kamera praktisch ein Bild auf von der Wohnung. Was ich auch neu finde, ist, dass es eben mit Wasser auch funktioniert, sodass man eben praktisch den Boden auch noch wischen kann. Also man kann den Teppich saugen und den Boden wischen.
Cool. Ich habe hier gerade einen Stand gesehen, da sind lauter grüne Pflanzen und ich frage mal, was es damit auf sich hat. This is like a really smart indoor garden. Mm-hmm. You just put some water in it, some okay. nutrients. Wir machen Wasser rein. Then you put these capsules. Die Kapseln. And they have the seeds inside. Okay. And then you just put the lid on and you plug it in. Mm-hmm. And then the machine takes care of everything. Okay. You just have to add water. So for the different stages, there's a different light. We have over 40 different herbs, salads, okay. eatable flowers, tomatoes. For example, tomatoes, you have them in 12 weeks, okay. which is quite fast. So here is always written how, yes. how long it will take, yes. 7 to 40 days. Mal diese Mama fragen, wie sie das findet. Ich bin hier gerade bei Nanoleaf gelandet. Nanoleaf kennt ihr natürlich aus Oscars Videos. Ihr kennt vor allem diese Generation von den Nanoleafs. Da hat er ja einige hängen in seinem Zimmer. Und inzwischen sind die kleiner und schicker eigentlich geworden. Ne? Das System reagiert auf Musik, auf Sprache und es gibt verschiedene Modi, wie man das hinterher visualisieren kann, sozusagen durch Licht. Es erkennt die Firma einer Installation okay. und dann kann ich wirklich live das so anmalen, das wie mir das Spaß macht. Ich bin platt. Da gehe ich mal lieber weiter hier, sonst kaufe ich mir ein Hornets. Dankeschön. Gerne. So, dieses Wunderwerk habt ihr, glaube ich, schon mal gesehen, manche von euch, bei Felix, glaube ich, in dem Video. Insta360 heißen die Dinger und der Witz ist eben dieser Stick. Man hält das praktisch einfach über sich, hat damit eine 360-Grad-Aufnahme, die man hinterher in Höhe, in Ausschnitt, in Perspektive beliebig bearbeiten kann. Und das Geniale ist, der Stick wird selber rausgerechnet. Man sieht also gar nicht, dass man diesen Stick in der Hand hat. Ein wirklich mächtiges Instrument, was ich mir sehr gerne mal zulegen würde. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber schreibt mal gerne in die Kommentare, ob das auch was für euch ist. Sowas interessiert mich natürlich auch immer. Wir haben hier so Wireless Charging Pads, einmal mit Glas und einmal mit Leder. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da besser findet in unserem Model 3. Die kosten um die 80 Euro, hat der nette Herr gesagt. Genau, die kosten um die 80 Euro. Und natürlich haben wir noch einen Gutscheincode. Hm. Ist exklusiv, haben sie nochmal 20% drauf. Dankeschön, vielen Dank. Ja gut, jetzt bin ich nochmal vorbeigekommen am Samsung-Stand. Schaue ich mir das Galaxy Fold halt doch mal an. Aber ich habe gar keine weißen Handschuhe an. Das ist absolut kein Problem. Ah, und jetzt kann ich einfach klappen. Einfach klappen. Zack, der Löwen kann nicht so pink zipperlich sein. Nee. Das ist kein Baby. Jetzt sind sie im Fokus. Ich habe meine Hand hin. Sofort ist meine Hand im Fokus. Yeah. Du wieder weg, ihr Gesicht ist wieder sofort. Yeah. Yeah. Normale Kamera. Ich kann aber auch ranzoomen, ohne okay. dass ich mich bewege. Okay. Ich habe aber auch hier diese Ultraweitwinkelsensor. Wow. Aus der gleichen Position habe ich auf einmal fast komplett illegal. Drauf, ohne dass ich mich einen Millimeter bewegt habe. Sehr cool. Selbst auf jeden Fall. Hier, mein Sohn, siehst du dich mal auf einem Samsung. Vielen Dank. Und wenn ich zuklappe? Habe ich auch noch eine coole Funktion. Ah. Dann automatisch das Video weiter in einem Kleinformat. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, ja. dann habe ich automatisch das Format halt eben zu 4:3, also einfach zu 9. Aber es ist immer noch angenehm. Und sobald es wieder aufklappe, statt es geht das Video weiter in den Vollformat. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Toll! Ja, also der Julian hatte mir empfohlen, dass ich mir das doch nochmal anschaue, dieses Wunderwerk der Technik. Und es ist beeindruckend, muss ich sagen. Also als altem, eingesessenem iPhone-Nutzer, es ist beeindruckend. Die Bildqualität, Wahnsinn. Und diese Funktionalität, wenn es auf und zuklappt, hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen beeindruckt. Also gratuliere Samsung, tolle Sache. So, die Messe hat mich wieder ausgespuckt, lebendig. Ja, kurzes Fazit. Es war sehr voll, sehr unübersichtlich, sehr spannend, sehr abwechslungsreich und insgesamt interessanter, als ich zunächst gedacht hatte. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Drückt auf jeden Fall den Abo-Knopf, kommentiert und liked mein Video. Seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.